Ja, den haben wir auch. Alles klaro. Moin moin und ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer ganz normalen Runde Minecraft SG64. Teams verboten auf dem GOMAD.net Server, auch wenn wir nicht mal ansatzweise die 64 Spieler voll bekommen haben. Ich habe jetzt auch übrigens ein neues Texture Pack, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal drin hatte. Ich habe sowieso ein paar Sachen, die ich ansprechen würde gerne, und da drücken wir einfach eiskalt auf diesen scheiß Crafting Table rauf. So, na gut, ist jetzt auch egal. Wir laufen jetzt erstmal hier weg. Ich kenne die Map jetzt ganz ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das ist so eine Map, die wirklich extrem selten drankommt. Ihr seht jetzt auch schon, ich habe das Steakpack hier drin. Das ist eigentlich ein ganz gutes Pack. Bringt auf jeden Fall Spaß. Hat der hinter mir? Ich hole mir den hinter mir gleich. Also der hinter mir, der ist gleich dran. Hä, wo ist er jetzt hin? Crafting Pad. Da drin ist er. Da drin ist er. Er wurde gerade gekillt. Er wurde gerade gekillt und dann holen wir uns den. Jo, da haben wir den. Perfekto. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine gute Brustplatte am Start. So, die ziehen wir einmal an. Jetzt erstmal checken, dass niemand hier in der Nähe ist. Davor habe ich ja immer so ein bisschen am meisten Angst. So, jetzt haben wir schon mal einen Kompass. Dann wissen wir schon mal, in welche Richtung ich schauen muss. Und ich bin gerade ein bisschen hektisch. Das merkt ihr wahrscheinlich auch schon am Kommentarstil. Und ich habe mal so eine kleine Frage an euch. Ich habe mich früher bei Show Your Channel damals beworben. Meine Frage an euch ist jetzt einfach: Wollt ihr diese Bewerbung vielleicht mal sehen? Was bist du denn für ein Lappen? Alter, was ist mit meinem Bow-Aim los? Ich habe ihn einmal getroffen. Er hat ein Eisenschwert. So, ich laufe ihm jetzt einfach mal hinterher. Ich habe ihn auch einmal gehittet. Nein, warum denn immer an diese scheiß Wand? Ist hinter mir jemand? Oh Mann, hinter mir ist nicht nur einer. Hinter mir sind gleich ein paar mehr. Oh mein Gott, kein Wunder, dass ich... Das ist ganz gut, dass ich davon ein bisschen weggeblieben bin. Ich laufe jetzt einfach trotzdem mal hinterher. Auf jeden Fall, ich habe mich damals bei Show Your Channel, damals bei dem Projekt von Revi beworben. Meine Frage, die ich jetzt habe, ist: Wollt ihr davon gerne das Video sehen, mit dem ich mich beworben habe, oder wollt ihr das lieber nicht sehen? Hinter mir soll jemand sein. Alter, was machst du denn hier? Du bist bei mir in den Bäumen drin. Was ist denn mit dir los? Uiuiui, der hat mir ein bisschen Angst gemacht, der Typ. Der war irgendwie in den Bäumen drin, hinter mir, und hat sich da so ein bisschen versteckt. Und da hinten ist jetzt gerade einer von uns gegangen. Den holen wir uns dann mal ganz schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird der Tod sein für uns. So, dem Bogen sind wir doch nochmal gekonnt ausgewichen. Und ja, wir laufen jetzt einfach mal hier so ein bisschen unsere Runden. Ja, den haben wir auch. Alles klaro. Und ja, ich bin immer noch nicht richtig zur Frage gekommen, glaube ich. Wollt ihr, dass ich dieses Video für euch hochlade, so dass ihr euch das einmal angucken könnt? Ich glaube, das könnte vielleicht ganz interessant werden. Da steckt schon ziemlich viel hinter so einer Aussage. Also ich fand, das war auf jeden Fall eins meiner besten Videos. Ich weiß nicht, ob euch sowas interessiert, ob ihr euch sowas gerne anguckt, weil das ist ja schon uralt. Aber ich fand es auf jeden Fall ziemlich interessant. Deswegen wollte ich euch einfach mal fragen, wollt ihr euch das gerne geben? Wollt ihr euch das gerne angucken? Wenn ja, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich lege jetzt einfach dieses TNT hier hin, falls hier noch jemand vorbeilaufen sollte, dass er nicht meine ganzen Sachen da bekommt. Die sollten jetzt eigentlich einigermaßen da verpufft sein. Ich weiß nicht, ob das da ein Team ist. Scheint mir nicht so. So, den dürfen wir aber kriegen. So, er läuft weg. Er wird Ewigkeiten weglaufen. Er wird wieder so einer sein, der ein halbes Jahrhundert wegläuft. Ich wette es. Ich wette es bei Gott, dass der ein halbes Jahrhundert lang weglaufen wird. So, dann versuchen wir hier uns wenigstens zu boosten. Wenn er es schon nicht macht, glaube ich, so wie es aussah. Ja, genau. Danke, Gomme, dass ihr mich zurückbackt zum zweiten Mal. Ah, der ist nicht nach links abgebogen. Shit. Da habe ich so ein bisschen gehofft, dass er nach links abbiegt. Und ich treffe ihn nicht mit den Pfeilen. So, ich weiß auch nicht, ich weiß leider überhaupt nicht, wo der Spawn hier in der Nähe ist. Aber bevor ich den kill, ich laufe jetzt einfach den Weg hier entlang. Einfach den Weg entlang laufen, dann kommen wir schon zum Spawn. Bevor ich den kill, würde ich noch gerne mein Diaschwert machen. Ah, wir kommen nicht zum Spawn hier. Ich merke schon. So, da haben wir wenigstens einmal voll durchgespannt getroffen. Das dürfte jetzt nicht so wenig abgezogen haben. Und wir holen... Wir kürzen hier, glaube ich, auch so ein wenig ab. Nochmal voll durchgespannt getroffen. Alles klaro. Und der will jetzt da abstauben, oder was? Was macht er denn da jetzt? Warum läuft er den jetzt hinterher?
Er läuft jetzt wieder weg. Er läuft wieder weg. Er ist so unglaublich. Der Typ ist so unglaublich. Oh Mann. Okay, dann holen wir uns den halt im Deathmatch. Ich konnte leider mein Dia-Schwert noch nicht craften. Das nervt mich ein bisschen. Mann, dann holen wir uns jetzt erstmal die Sachen hier. Falls er wird ja wahrscheinlich nicht alle aufgesammelt haben da. Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, wo der Todespunkt war. Anscheinend hier eine Angel. Habe ich schon. Schade. Wir haben auch nur noch 3 Pfeile. Was können wir noch? Haben wir noch eine anständige Hose? Haben wir auch nicht. Oh Mann. Ich weiß nicht mal, wo der Spawn hier ist. Aber die Runde lief auf jeden Fall nicht schlecht. Wir haben 3 Kills wenigstens gemacht. Ich hoffe mal, dass... Nee, hier ist überhaupt nicht der Spawn. Ich dachte ja, wir kommen jetzt vielleicht hier irgendwie in der Nähe des Spawns raus. Allerdings sind wir hier komplett woanders. Vielleicht haben wir hier irgendwo ein Crafting Table drin. 2 Pfeile kann man auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Hier irgendwo in dem Haus. In dem Haus wird wohl ein Crafting Table drin sein. Komm. Wenn hier jetzt ein Crafting Table drin ist, wäre es eine Frechheit, weil ich keine Zeit mehr habe. So, ist es auch nicht. So. Er hat sich sein Holzschwert verzaubert, auf alle Fälle. Und da kommt eigentlich einer hinter einem, genau. So, ich hole mir den hier. Oder da hinten einen, mir doch egal. Ja, der ist jetzt tot. Ja. Ja. Den kriege ich doch noch. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Du musst sterben, mein Freund. Stirb doch einfach. Komm. Das kann doch nicht sein, dass er immer noch überlebt hier. Nein. Oh mein Gott, der hat mich fast bekommen. Aber wir haben diese Runde SG64 mit ein paar weniger Spielern gewonnen. Wir haben 6 Kills gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel am Anfang drin waren. Ich schätze mal so um die 18 Leute werden das gewesen sein. Das heißt, wir haben fast vielleicht sogar ein Drittel der Kills gemacht. Das ist doch auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Ich hoffe natürlich, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich riesig über ein Like freuen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Und vergesst nicht, die Frage zu beantworten, ob ich das Show Your Channel Video hochladen soll. Bis dann.